Zur heutigen Bezirksliga Partie zwischen dem FC Hochwald. Also, Gast hat die Wahl. Schwarz oder Rot? Wir nehmen Rot. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich. Wollen wir Rot? Wollen wir den Anspiel auf Platz machen? Wir gehen hier. Das gleiche Anspiel. Jungs, wünsche gutes Spiel. Viel Spaß. Spiel. Hey, komm, wir gehen hoch. Die beiden Mannschaften. Nummer 9, Nico Meyer. Mit der Nummer 11. Thank you.
Ja, hallo miteinander. Heute etwas glücklicher wie letzte Woche gegen Jestetten. Da daheim in Hohentingen. Drei Punkte gegen den FC Tingen, wo eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft ist. Und wir haben gewusst, dass heute einiges auf uns zukommt, dass wir uns keine Fehler, vor allem im Defensivbereich, erlauben dürfen, dass wir wirklich heute über die Zweikampfhärte und über die Zweikämpfe, die wir auch gewinnen müssen, das Spiel heute für uns entscheiden können, dass wir einige Chancen auch kriegen würden. War sicher noch die eine oder andere Situation, wo es vielleicht noch 11 Meter gehen könnte für uns. Aber unterm Strich würde ich sagen, aufgrund von dieser aufopferungsvollen Leistung von meiner Mannschaft, verdiente 3 Punkte und das geniessen wir jetzt und freuen uns drum. Ja, hier ging Hochrhein leider 1-0 verloren. War ein erwartendes, schweres Spiel, sehr kampfbetont, viele lange Bälle. Gehen leider zu früh auch in Rückstand und dann ist es klar, dass gegen Hochrhein, wenn du dann in Rückstand bist, dass dann unheimlich schwierig wird. Haben wir bis zur letzten Minute alles probiert, aber hat heute einfach nicht gelangt. Und die Jungs haben nochmal Gas gegeben bis zum Schluss. Das war von der Moral her wirklich ganz gut. Schade, dass wir hier keine Punkte mitnehmen konnten. Und jetzt konzentrieren wir uns einfach auf das nächste Spiel, auf das Derby, VfB Waldshut. Und dann geht's weiter.